Okay. Los geht's. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Sapslowski. Sind Sie zufällig anwesend? Ja, aber selbstverständlich, Herr Richter Dizzy. Sind wir Corona-konform unterwegs, Herr Sapslowski? Ja, wir sitzen 1.500 Kilometer auseinander, das sollte reichen. Das finde ich gut. Haben Sie heute noch mal einen Corona-Test gemacht bei sich zu Hause? Ja, war negativ, dementsprechend positiv, also toll. Großartig, spitze. Dann können wir zu Gericht gehen, ja? Wir gehen jetzt zu Gericht. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Warum bist du so klein? Weiß ich auch nicht, Herr Richter, weil Sie so groß sind. Entschuldigung, aber Herr Sablowski, Herr Sablowski, können Sie mal ein bisschen. Okay, großartig, jetzt sind Sie wieder groß. Gerne, Herr Richter, gerne, Herr Richter. Ja, ist auch besser so, sonst schmeißt sie nämlich aus dem Saal raus, Herr Zablowski. Es kann ja wohl bitte mal nicht wahr sein, dass Sie heute schon wieder so klein sind und dann ist Ihre grüne Hinterwand, damit Sie wieder Ihr nicht aufgeräumtes Zimmer nicht verstecken können, so scheiße ausgeleuchtet ist. Entschuldigen Sie, Herr Richter, entschuldigen Sie, ich gelobe Besserung. Strafprozessordnung wird nochmal durchgelesen und alles überprüft und dementsprechend umgesetzt. Kleiderordnung! Wo ist der Schlips? Staatsanwälte tragen keinen Schlips. Entschuldigen Sie? Laut Strafprozessordnung nicht. Entschuldigung? Na, sind wir jetzt hier wegen meinen Klamotten oder wollen wir hier ein paar Verbrecher verknacken oder was ist hier los? Nee, eigentlich erstmal grundsätzlich sind wir hier für deine Klamotten. Ihre, Okay. Entschuldigung, Verzeihung. Ja, für dich immer noch sie. Richtig. Herr Sablossi, haben Sie denn da, haben Sie, Gott, Ronny, es ist einfach schwer, deinen Namen auszusprechen. Sie, Ronny. Ja, Sie Richter. Gut. Haben Sie Fälle vorbereitet für uns heute? Aber hallo, Kulsema. Gucken Sie mal bitte in die Akten. Übrigens, da draußen vor Gericht. Ruhe bitte. Das ist Ruhe hier. im Saal. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Sie, So, Ronny. das müssen Sie ja sagen, Sie Richter. So, Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Sie, Ronny, dass Sie da mit so vielen Akten ankommen heute. Heute Na, ist was denn denn? Dienstag. Es ist kurz vor Weihnachten. Na, was denn denn? Ja. Weihnachtsfrieden, wir müssen noch kurz vorm Weihnachtsfrieden, müssen wir die Leute noch verknacken, bevor der Zier irgendwie anfängt und die keine Briefe mehr kriegen können oder Rechnung oder so. Denn deswegen müssen wir uns beeilen. Zack, zack, zack. Ein Zer ja, okay. Okay, also wird's heute richtig Schweißarbeit, ja? Na, aber hallo, Ballo. Los, Herr Richter, ich habe vorbereitet. Aktenzeichen. 28. 9-8. Bitte mal Beweis öffnen. Zwei, acht, neun, acht. Ja, Tatort Zandvoort. Zandvoort Read. auch noch in Holland? Ja. Haben wir da Ja, überhaupt? wir haben Ermittlungsabkommen mit der holländischen Regierung. Die haben uns ein paar Fritten geschickt. Wir schicken ein paar Ermittler und der Austausch klappt wunderbar. Sagen Sie mal bitte nochmal Aktenzeichen jetzt hier. Aktenzeichen 2898. Herr Richter, soll ich Ihnen das mit dem Finger zeigen oder kriegen Sie das hin? Nee, entschuldigen Sie bitte, ich habe geöffnet, ich bin schon alt, okay? Warum sind Sie denn, waren Sie, Herr Ronny, Herr Zablowski, waren Sie zufällig in den Niederlanden aktiv? Also, wie meinen Sie das? Sie sind heute sehr aufgedreht. Gab es vielleicht den einen oder anderen Kaffee mit so ein bisschen Ekstasy? Zum Aktenzeichen Zum 2898. Aktenzeichen habe ich geöffnet. Wir sind in Zandvoort, ja. Ja, eine laue Nacht, Herr Richter, euer Ehren. Eine laue Nacht begab sich Folgendes: Ein Unfall nach Wiederzurückkehren auf die Strecke. Der Beschuldigte wird beschuldigt, vom Kläger die Strecke erst verlassen zu haben, widerwärtig gegen die Bande gefahren zu sein, um dann wieder hinterlistig auf die Strecke zurückzukommen. Bitte prüfen Sie einmal das Beweisstück. Ich prüfe das Beweisstück.
Das ist schwierig. Herr Zablowski. Ja. Strafgesetzordnung. Was ist da wohl falsch jetzt? Bei diesem, können Sie, folgen Sie mir mal bitte. Ich habe Ihnen das ja jetzt hier, ich übertrage ihn ja direkt von hier zu Ihnen. Gucken Sie mal, was denken Sie mal, was jetzt hier schon wieder nicht geht? Ich kicke, ich sehe nichts. Ich sehe, ich kicke. Jetzt sehe ich. Wir müssen ja nur anonym das behandeln. Wir können ja jetzt nicht hier die Straftäter aus den Niederlanden, können wir ja hier jetzt nicht bei uns verwichsen. Na, ich denke, Sie haben da sowas, dass es da drüber ist. Sie haben doch so einen Anonymisierer, oder nicht? Ja, natürlich, aber doch nicht in der Mitte habe ich so einen Anonymisierer. Ah. Das ist doch ein bewegtes Ding, verstehen Sie, Herr Zablowski. Ach, Mensch, ist Kinder, dann in der Strafprozessordnung, und dann müssen wir aber nochmal nachtragen. Eieieiei. Nee, aber wissen Sie, was wir jetzt machen, Herr Zablowski? Bitte, euer Ehren. Wir machen das jetzt nach Gehör. Wir verurteilen jetzt nach Gehör. Okay. Und die Jury macht das auch jetzt nach Gehör. Hier wird nichts kann man sehen, nur hören. Ja? Und dann werden wir Urteile sprechen. Hören Sie, Herr Ronny? Ich höre. Gut. Hören Sie immer noch? Leider nein. Haben Sie gehört? In meiner Vorstellung, ja. Ach, Sie haben gar keinen Ton! Richtig. Mensch, euer Ehren, Sie sind aber schwer vom Begriff. Mann! Dann einen kleinen Moment. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass Sie gar keinen Ton haben, verdammte Scheiße. Ach, euer Ehren. So kurz vor Weihnachten sei Ihnen das verziehen. Ja, scheiße. Kann ich Ihnen gar nicht übertragen, diesen Ton. Richtig, es wird ein Urteil gesprochen. Ja, jetzt können Sie das ja. Okay, ist kein Problem, machen wir gleich. Ich krieg das schon noch hin für Sie. Kein Problem, euer Ehren. Sind ja schon etwas älter. Ja, da kommen Sie aber auch wieder mit dem größten Käse. Kommen Sie wieder an. Hier, hab ich. Okay, Moment. Mann, Sie stellen mich hier wieder vor Aufgaben heute. Wie sieht denn das schon wieder aus? Ich sehe vor Gericht, sehe ich aus wie ein Hampelmann. Nicht nur vor Gericht, euer Ehren. Nein, euer Ehren. Sie, Ronny? Ja, Sie, Richter? Ja, so, okay. Ich hoffe, Sie haben jetzt Ton. Sollte jetzt kommen. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Na, schießen Sie doch mal ab, das Beweisstück. Ja, nur warten Sie doch mal kurz ab jetzt hier, Sie, Ronny. Jetzt habe ich Ton. Großartig. Also, machen wir das jetzt nochmal. Hören Sie genau hin. Ich höre ein paar Möwenkrähen von der Küste. Ich auch. Also mein Gehör sagt mir, dass es nicht ganz den Tatsachen entspricht, die Anklage. Nee, die Tatsache hört sich auch überhaupt nicht nach irgendwas an. Ich glaube, der junge Mann hat einfach mal gerade ein bisschen verpennt. Weil, also falls Sie das richtig gehört haben, der Angeklagte, der stand ja auf der Bremse. Richtig, euer Ehren. Und der andere, der da reingeballert ist quasi, der hat einfach nicht aufgepasst. Vielleicht müssen wir das dem Rennvolk noch mal ein bisschen mit Audiodeskription erklären. Ja. Starten Sie das Video noch mal neu. Wir versuchen mal mit Audiodeskription. Ja. Weiß-rot-blaues Auto fährt auf Straße. Fährt schnell. Brumm. Fährt Kurve. Schnell. Noch fährt schneller. Linkskurve jetzt. Fährt noch schneller. Sieht auf einmal ein Auto vor mir. Bremst. Reagiert. Ditcht. Verunfallt. Bande, aua, Licht fällt aus, Auto kommt wieder zurück auf Strecke. Lässt rollen, ist im Sand gefangen. Ende. Jetzt, die andere Seite werden wir Ihnen natürlich jetzt aufgrund von schlechter Vorbereitung unserer beiderseits auch noch werden wir Ihnen das auch noch kurz erklären. Genau, Audiodeskription des Beschuldigten.
blau-silbernes Auto fährt. Linkskurve, brumm, brumm, verliert Heck, rutscht in die Bande, kommt zurück auf Strecke, bleibt aber auf Bremse stehen, kann nichts dafür, dass auf Strecke zurückrollt und wird von blau-weiß-roten Auto touchiert. Ich glaube, den zweiten Teil müssen wir noch mal ein bisschen überarbeiten. Der war nicht so gut. Ich glaube, niemand konnte sich vorstellen, was da war. Also, blau-weißes Auto. Brumm, brumm. Richtig brummi. Brumm, brumm. Fährt Linkskurve. Aber kommt rutscht. Auf Curb. Rutscht weg. Rutscht auf Curb, rutscht weg. Fährt über Sand. Hm. Rechts in Bande. Wird von Bande, wie Steffi Graf bei einem Aufschlag beim Tennis, zurückgeschmettert auf Strecke. Steht dabei aber auf Bremse, voll komplett. Wird weiter geschleudert, steht weiter auf Bremse, steht weiter auf Bremse, steht weiter auf Bremse, kommt zum Stehen, wird dann von besagtem ersten Audi aus der Audiodeskription 1 weggeräumt. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Sablowski, da machen wir gar nichts. Da machen wir gar nichts. Richtig. Da machen wir gar nichts. Richtig, die Staatsanwaltschaft beantragt no further action in diesem Fall. Ja, da muss ich auch ganz klar mal sprechen, nur weil du ein BMW-Zeichen auf deinem Auto hast, gibt es dir nicht das Recht, andere Leute zu beschuldigen, okay? Richtig, das geht nur mit einem Mercedes-Stern. Entschuldigung? Was? Urteil gefailed. No further actions. Wir müssen noch eine Deskription hinzufügen für den Geschädigten. Ich denke mal, wir sollten darauf hinweisen, dass die Person auf der Bremse stand. Und korrekt. Person 1 nicht achtsam war. Das Ganze ist natürlich sag mal, ist das bei dir richtig rum, das Bild, oder falsch rum? Frage ich mich gerade, Herr Sablowski. Euer Ehren, es ist alles korrekt. Großartig, bei mir ist nämlich spiegelverkehrt. Wir müssen dieses Ganze auch noch auf Englando schreiben, weil Person, die angezeigt wurde, ist natürlich nicht from Germany. Korrekt. Zen Vreit. There is no reason. No reason, because... no reason to take any actions. Because the driver with the Porsche, with the Porsche, was the whole time on the brakes. Yes, indeed. The BMW could have used his brakes to avoid the crash. Euer Ehren, Ihr Englisch ist verzüglich. Toll. Ja, großartig. Ich drücke ab. Herrlich. Wir schicken ab jetzt. Marvelous. Schießen Sie ab, den Gummi, euer Ehren. Nächster Fall. Nächstes Aktenzeichen, Herr Sablowski. Was haben Sie ausgesucht? Euer schließlich Feierabend machen hier. Das Aktenzeichen 2897. Ich wiederhole, 2897. Verstehe ich das richtig? Korrekt, euer Ehren. Großartig, ist geöffnet. Sie haben ein ganz tolles Gehör. Ja, bei Ihrer Tatort, Stimme. Tatort, Zandvoort. Schon wieder. Letzte Kurve. Ditcher an der Heckpartie beim Überholmanöver. Soweit der Vorwurf. Der Beschuldigte ließ sich wohl zu weit raustragen, traf dadurch den Kläger. Der musste diesen Schaden wieder natürlich Teilkasko abwickeln, hat natürlich Haftpflicht nur abgeschlossen. Jetzt gibt es Ärger mit der Familie, die Scheidung droht ins Haus. Also hier die Konsequenzen sehr, sehr groß. Dies bitte ich das Gericht zu beachten. Ich muss fragen, ist das immer noch Runde 1 oder mehr? Zeigen Sie mal das Beweisstück. Das ist nicht Runde 1. Das ist also mitten im Rennen. Mitten im Rennen. Euer Ehren. Großartig, sehr wichtig. So, jetzt können wir auch endlich mal die Geschworenen dran teilhaben lassen. Moment. Korrekt. Ich muss kontrollieren. Oh. Ich habe mich heute extra gewaschen. Wir sitzen jetzt nebeneinander. Wir werden uns jetzt nebeneinander setzen. Gut. Ich Herr Sablowski, ich grüße Sie.
Hallo. Hallo, euer Ehren. Schön, gut. Ich könnte mich fast auf Ihre kleine Schulter legen. Kommen wir zum Fall. Dieses Rumgeseier hier heute im Gerichtssaal ist ja katastrophal. Ruhe! Herr Sablowski, Ruhe jetzt! Wären Sie bitte nicht weich auf Ihre alten Tage, Ihre jungen Tage. Schauen wir rein. Schwarz-grünes Auto fährt links. Brumm, brumm, brumm. Weiß, ach nee, ist ja keine Autodeskription. Nee, wir brauchen keine. Aber vielleicht für die Zuschauer, die blind sind, die uns folgen. Die würden es gut finden, glaube ich. Denke ich auch. Warum zum Kuchen? Aber hier ist das so leise? Euer Ehren, bis dahin muss man sagen, dass wohl dort auf dieser Strecke Zandvoort ein schöner Kampf zwischen dem Beschuldigten und dem Kläger stattgefunden hat. Mhm. Aber auch eine lange Freundschaft geht mal in die Brüche, so wie hier in der letzten Kurve gesehen. Sobald Sie das Material gesichtet haben, würde ich mein Plädoyer verlesen. Ja, verlesen Sie mal. Herr Richter, die Staatsanwaltschaft fordert eine Elo-Strafe von minus 60 und eine Strafe von minus 0,3, da dieser Unfall vermeidbar gewesen wäre. Dementsprechend handeln wir hier nach Causing a Collision und das wird die Staatsanwaltschaft hier beantragen. Euer Ehren, sind Sie noch da oder haben Sie Ihre Tabletten nicht mehr genommen? Ja, euer Ehren? 60? Nach. Ja. Ist ein bisschen wenig, oder? Beurteilen Sie, begründen Sie Ihr Urteil oder Ihre Frage? Da gibt's nichts zu begründen. Das ist zu wenig. Da muss mehr. Also, Entschuldigung, aber 60? Sagen Sie mal, Zandvoort scheint ja ein ziemlich heißes Eisen zu sein. Da kann man das doch jetzt nicht durchgehen lassen. Mit 60? Kennen Sie euer Ehren? Was? Richter gnadenlos, oder? Ja, ich bin gnadenlos heute. Ich war letzte Woche gerade selber da. Und es war eine Katastrophe. Aber Sie können doch nicht einfach von sich auf andere schließen, euer Ehren. Doch, weil ich bin das Gesetz. Das stimmt. Ach, euer Ehren. Ja, was würden Sie denn vorschlagen? Wir spielen das ist super einfach, Herr Sablowski. Eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Na dann los. Wir würfeln das jetzt aus. Stein, Schere, Papier. Brunnen und Superlaser. Okay, wir haben... Okay, nochmal. Beide. Ja, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier, ich habe gewonnen. Minus 60 Elo-Punkte. Causing a Collision. Reicht. Aber, Herr Richter, trinken Sie vor der Verhandlung? Nee, warum? Genau das habe ich doch gerade beantragt mit der Staatsanwaltschaft. Sie wollten noch mehr Strafe haben, Herr Sablowski. Na, jetzt drehen Sie mir mal aber nicht das Wort in meinem Feinkostgewölbe um. Ja, sonst werde ich aber ungenießbar, wie so ein alter Teller vom Kotzekocher. Entschuldigung, Sie haben doch gerade... Jury! Hat Herr Sablowski gerade gesagt, dass es mehr als 60 ist? Das war nicht ausreichend? Sie drehen mir die Worte im Mund um, wie ein Schaschlikspieß, was von der Innenseite schon durchgebraten ist. Entschuldigung, ich muss das jetzt hier gerade kurz mal niederschreiben. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt eine Strafe von minus 60 Elo und minus 0,3 Safety Rating. Das stimmt nicht. Das ist so nicht richtig. Wir müssen da noch schnell einen Text verfassen in Englando. You could have avoided the crash. Yes. With
lifting your paddle. Yeah, and driving a tighter line. And driving a tighter line. Please be careful. The next time when you are in a fight. Thanks. Okay. Ach, Sie haben so einen total sozialpädagogischen Auftrag noch. Toll. Ja. Ehren, wie Sie das machen. Es ist wichtig ganz für uns, toll. Herr Sablowski, dass wir darüber sprechen. So. Wirklich, ganz toll. Kommen Sie mal ran jetzt mit der Akte. Öffnen Sie mal und was ist das nächste? Aktenzeichen 28 96. 2896. Was arbeiten Sie, Herr Sablowski, einfach nur die Liste runter? Ist das schlimm, euer Ehren? Nee, absolut gar nicht. Finde ich schön. Endlich mal einer, der die Reihenfolge beachtet. Gut. Na dann. 2896. Danke an euch. Ebenfalls. Alle. Tatort. Für euren Support und Sanford. Auffahrunfall. Der Beschuldigte bremst hier zu spät und verursacht dadurch eine Kollision. Auch hier wieder Teilkaskoschaden, wieder der Gang zur Versicherung, wieder nicht gewechselt vom 30.11. Wieder Prämienzahlung fällig. Bitte öffnen Sie das Beweisstück. Kann ich ganz kurz nochmal den Aktenvermerk hier verlesen, der da steht? Der uns quasi als Hinweis zur Klärung dieses Falles gegeben wurde? Ja, dort wurden wir sehr gut mit Informationen gefüttert. Lesen Sie gerne vor. Ich lese vor die Schrift, die uns vom Kläger mitgegeben wurde. So bad. Das war's. Zwei Worte sagen mehr als 1000 Worte manchmal. Das ist absolut richtig. Korrekt. So, wir haben keine audiovisuelle Unterstützung. Wir haben keine Audio... Oh, jetzt muss ich aber erst kurz kontrollieren, ob wir das machen können aufgrund der Datenschutzverordnung hier. Kleinen Moment. Korrekt. Ja, doch. Sollte eigentlich alles funktionieren. Prima. Los geht's. Wo müssen wir denn hin? Hier. Gut. Wir schauen. Oha. Der hat es... Euer Ehren, meines Erachtens nach nur ein, ja, kleiner, winziger Unfall. Nichtsdestotrotz muss dieser bestraft werden. Nun weiß ich nicht, ob die Strafprozessordnung bei Ihnen vorsieht, diesen Fall zu bearbeiten, denn er ist ja grundsätzlich nicht nach Report Guideline. Schön, dass Sie das erwähnen. Sowas wird nicht abgearbeitet. Formfehler. Also korrekt. Herr Sablowski, es tut mir ja leid, aber wir können uns ja nicht den ganzen Tag mit Formfehler auseinandersetzen. Korrekt. Aber schön, deswegen, dass Sie mich testen wollten, Herr Sablowski. Euer Ehren. Schön, dass Sie mich testen wollten. Gerne, gerne. Ich wollte Sie aber auch gut dastehen lassen. Ja. No further actions. Please read the report guidelines before you make any further reports. Weg. Abgeschickt. Tolle Akte, Herr Sablowski. Prima. Die war schnell und üppig und zügig. Gerne. So soll es doch sein. Der Feierabend ruft schon. Aktenzeichen. Ja. 2895. Oh. Ja. Hier geht es um einen Fall, da werden wir uns, denke ich, länger mit beschäftigen. Dieser Fall wird diskutabel. Vielleicht müssen wir da noch Sachverständige mit ranziehen. Der Fall wird jetzt nicht so einfach. Und zwar Vorwurf ignoring blue flags. Blaue Flaggen ignorieren. Hier müssen wir uns dieses Beweisstück unbedingt anschauen. Dieses Beweisstück geht knapp 3 Minuten lang. Wir müssen gucken, ob wir da wirklich eine strafwürdige Tat sehen oder eben nicht. Und deswegen bitte ich Sie, euer Ehren, schieß ab den Jummi. Ich habe schon das Gefühl, es wird Strafprozessordnung sein. Ja und nein. Mhm.
Schauen Sie mal bitte ans Ende, ob es da noch mal eine andere, also da gibt es noch mal aus der anderen Sicht. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr... Kann ich jetzt schon sagen, Strafprozessordnung. Gut, schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Schauen wir uns das Material an. Aber auch, ich denke, selbst wenn diese Strafprozessordnung ist, so ist es, denke ich, auch ein guter Fall, um dort mal vielleicht ein Präzedenzurteil zu schaffen oder vielleicht eine Richtung zu geben, die wir dann in den Kommentar des Strafgesetzbuches mit aufnehmen können. Hier geht es um den Vorwurf des Ignorierens der blauen Flaggen. Was eine blaue Flagge bedeutet, euer Ehren, das wissen Sie? Ja, ich bin voll wie ein Amtsmann und schmeiß mich aufs Fahrrad und bin auf dem Weg nach Hause. Eine blaue Fahne im Wind. Bei gelber Flagge hat man sich bereits eingepullert, bei schwarz-weiß karierter Flagge ist die Buchse hinten voll, korrekt? Ja. Nee, aber blaue Flagge, wenn also auf Rennsport bezogen, bedeutet, dass hinter dir ein schnelleres Fahrzeug kommt, was du durchgehen lassen musst. So, aber eins kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, Herr Sablowski, woher soll ich denn jetzt wissen hier, wenn ich mir das Material angucke, wer eine blaue Flagge hat? Das ist korrekt. Können Sie das entnehmen aus dem Material gerade? Die Beweisführung ist dahingehend eher schwierig. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug in Front des Klägers sich befindet. Richtig, ich gehe davon aus, ja, aber... Was ist das? Okay, schauen wir einfach mal weiter. Es war rutschig. Es war wohl ein früher Morgen mit Tau. Raureif. Raureif, ja. Andere Sicht. Dadurch ist für uns jetzt erkennbar, dass es sich um ein Fahrzeug auf einer hinteren Position handelt. Dennoch haben Sie natürlich recht, euer Ehren, auch dieses Video ist eigentlich ein Formfehler. Andererseits ist gerade der Straftatbestand des Ignorierens der blauen Flaggen schwierig darzustellen. Da verlasse ich mich auf Ihre Expertise, euer Ehren. Ja, ich verarbeite es gerade. Eine blaue Flagge besagt ja, dass ich mich nicht wehren soll beim Überrunden lassen. Ist denn das Fahrzeug dahinter nah genug dran, um wirklich dieses Überholmanöver zu starten? Also Herr Sablowski, ich sag's Ihnen, wie es ist, aber wir sehen hier gerade einfach nur ein Auto, was hinter ist, was nicht genug Bums unterm Hintern hat, um da ranzukommen. Also ich sehe hier kein Fahrzeug aktiv die Position bekämpfen. Also, da kann ich jetzt, glaube ich, noch lange gucken. Also wir gucken das mal bis zum Ende. Es gibt ein, zwei Kurven, da kommt der Kläger nah am Beschuldigten heran, aber auch da reicht es meiner Meinung nach nicht für eine Verurteilung. Deswegen würde ich jetzt das Plädoyer schon vorwegnehmen. Selbst wenn wir den Formfehler jetzt mal beiseite lassen würden, würden wir auch hier keine Strafe vergeben. No further action ist daher das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Ich würde eher sogar noch eine Gegenmaßnahme beantragen, aber das ist uns leider, da sind uns die Hände gebunden. Die da wäre? Ich würde dem anderen einen reindrücken für den Report. Nee, ehrlich gesagt, nee, würde ich auch no further actions, aber ich würde, glaube ich, was Nettes noch dazu schreiben. No further action.
Please read the reporting. Well, nee, first of all, please read the reporting guidelines for the videos. Okay. No further action. Nee. Wissen Sie was, Herr Sablowski? Wir müssen hart bleiben. Wir können da nichts reinschreiben. Wir können diesen Fall nicht bearbeiten, weil das ist ein Präzedenzfall für, wir können das nicht durchgehen lassen, weil dann fangen die Leute nämlich an, nur noch so eine komischen Larry-Videos zu machen. Und das ist Korrekt. Nicht akzeptabel. Korrekt. Fertig, no further action. Auch wenn ich ihm sehr gerne was dazu schreiben würde, weil ich denke, dass das eine wichtige Thematik ist für alle Menschen da draußen, die gerade im Saal sitzen. Das, also nochmal, wenn derjenige aktiv sich vor dir wehrt und seine Position verteidigt, dann ist es ignoring blue flag und da kann man auch mitgehen. Wenn du aber nicht rankommst, kommst du nicht ran. Und wenn du nicht mal auf Schlag hinten irgendwie am Auto mal streichelst, dann gibt's da keinen Grund, das zu reporten. Also für die Zukunft, mit Schmack ist hinten drauf. Stiften Sie gerade das Rennvolk zu Unfällen an, euer Ehren? Nein, müssen wir Ihre Integrität überprüfen? Oder? Entschuldigen Sie, mit Schmack ist hinten drauf heißt nicht, fahr hinten rein, wie so besenkt er. Das habe ich gerade nicht gesagt, Herr Sablowski. Ach so. Haben Sie das etwa so verstanden? Natürlich. Natürlich habe ich das so nicht gemeint. Das heißt, mal nah ranfahren und nicht eine halben Kilometer Entfernung, einen halben Hektar dazwischen. Okay, euer Ehren, dann muss wohl mit meinen Radartüten etwas falsch gesehen sein. Dann waren die auf dem falschen Satelliten eingestellt oder so. Wahrscheinlich. Ich fand diesen Fall dennoch interessant, um da vielleicht mal zu zeigen, wie das mit den blauen Flaggen vonstatten geht. Sie haben natürlich vollkommen recht. Das ist ein sehr gut ausgewählter Fall gewesen. Deswegen haben wir das ja auch eben gerade nochmal extra erklärt. Aber leider können wir, wie gesagt, wegen den Guidelines können wir da nicht, ne, Sie wissen. Vollkommen korrekt. Wenn wir es einmal schleifen lassen, dann lassen wir es schleifen. Vollkommen korrekt. Dann quietscht es irgendwann, dann fällt es irgendwann ab und dann ist das Bein dick. Richtig. Und dann haben wir nämlich den Hut auf. Dann ist hier nämlich nichts mehr mit Feierabend, sehr früh am Mittwoch, Dienstag. Sie wissen, wenn wir vor... Ja. Was haben wir denn als nächstes jetzt? 2894. 2894. Tatort Suzuka. Unfall nach Überholmanöver. Der Beschuldigte wird beschuldigt, absichtlich diesen Unfall herbeigeführt zu haben. Bei Absicht droht eine Straferhöhung, wie Sie wissen, euer Ehren. Absichtlich? Demnach bitte ich Sie, diesen Fall jetzt zu prüfen. Tatwaffe Auto, Tatort hinterm Degner-Knick. Also absichtlich ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, 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 sehr harte Anschuldigung. Deswegen überprüfen wir diese jetzt. Wir gehen mal rein. Wissen Sie, was mir auffällt, Herr Sablowski? Sie, Ronny? Sie, euer Ehren? Ganz sehr viele von diesen bayerischen Mistwagen, die wir hier sehen heute. Ist auch schon aufgefallen? Ja, aber Sie wollen doch jetzt nicht ins Racial Profiling abdriften, oder? Absolut gar nicht. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass mir das aufgefallen ist, dass sehr viele von diesen BMWs dabei sind. Aber da haben Sie recht. Muss wohl ein sehr populäres Fahrzeug sein, was? Das kann wohl sein. Hm. Eine häufige Tatwaffe. Aha! Da sind wir jetzt beim Profiling. Ich habe nicht Tatwaffe gesagt, Herr Sablowski. Ich habe nicht Tatwaffe gesagt. Eben haben Sie es aber gesagt. Nein. Doch. Nein. Fahren Sie fort jetzt hier, euer Ehren. Entschuldigung, Herr Sablowski. Für diese Frechheit gibt es eine Strafe. 20 Sozialstunden. Jetzt. Vielleicht diskutieren Sie ja mit mir jetzt wohl noch rum, oder wie? Darf ich mein eigenes Plädoyer halten? Darf ich mir die eigene Anklage schreiben? Selbstverständlich, fahren Sie fort, ich höre zu. Plädoyer Ronny Sablowski aufgrund eines kleinen Fauxpas und Nennen eines falschen Evidenz hier biete ich eine Warnung an. Abgelehnt. 40 Sozialstunden. Noch was? 30. 29.
Aber im Frühling draußen Müll aufsammeln im Park. 25 Schneeschippen in Berlin. 20 Schneeschippen in Berlin. 15 Erzgebirge Schneeschippen. 10 Stunden Alpengehhilfe für ältere Herren und Damen. 5 Stunden sibirische Hochebene. Letztes wenn ich dann Angebot. Wenn ich dann weit genug von ihm weg bin, nehme ich das an. Gut, 5 Stunden Sozialstunden Schneeschippen Sibirien. Wir gucken uns das Beweismaterial jetzt an. Bitte, euer Ehren. Hier sieht man schon ein sehr optimistisches Überholmanöver, aber hier wohl laut Anklageschrift der Beschuldigte absichtliches Herbeiführen eines Unfalls. Und ich denke, hier müssen wir unsere Augen ganz genau drauf werfen, euer Ehren. Ah. Also ich meine, ich muss schon mal in Frage stellen, was dieser Fahrer aus dem jetzigen Fahrzeug sich denn dabei gedacht hat, bei diesem Überholmanöver. Das ist schon sehr fragwürdig. Korrekt. Das ist wirklich schon sehr fragwürdig. Würde das in Ihren Augen auch schon ein Straftatbestand widerspiegeln, dieses Überholmanöver? Ja, das ist schon so, geht schon in die Richtung Reckless Driving. Aber es ist halt immer noch am Ende ein Rennunfall, mehr nicht. Ja. Hierbei ist ganz wichtig jetzt zu sehen, der Beschuldigte schaltet wohl einen anderen Radiosender ein von Radio Brocken auf Antenne Brandenburg. Dort ist er wahrscheinlich überrascht, dass Last Christmas schon im Radio läuft. Ja. Ja, hier nach diesem Unfall schaltet er den Radiosender um und berührt jetzt den Kläger. Ja, das ist gar nicht so einfach zu entscheiden, weil hier geht es darum, dass es wohl vorsätzlich ist. Genau, genau. Und nehmen wir mal den Vorsatz außer Acht. Also nehmen wir den Vorsatz außer Acht, sind wir uns einig, dass es eine Strafe auf jeden Fall ist. Ich denke ja, euer Ehren. Ja. Auch wenn er natürlich, jetzt kommt man, also ich weiß nicht, wie weit man den Tatbestand der Notwehr. Notwehr gibt's hier nicht. Richtig. Auch wenn, ja, dieses Überholmanöver von dem bayerischen Mistwagen auch sehr, sehr opportunistisch war, euer Ehren. Also, ich sag's mal so: Der BMW war zu langsam in der Kurve. Der war zu langsam in der Kurve, also in der zweiten. Und der Audi hat aber so viel gebremst, also der Angeklagte hat so viel gebremst, dass er um die Kurve rumgekommen wäre. Er sieht sehr überrascht aus, weil er geht auf die Bremse, bremst genug ausreichend an, um durchzufahren. Er löst die Bremse. Weil genug gebremst wurde, weil der Tatbestand, also mit 121 kommt man durch diese Kurve durch. Und der Audi, der BMW war in diesem Fall einfach zu langsam. Und dementsprechend ist der Audi ihm raufgefahren. Und das sieht man auch, weil er sofort wieder auf die Bremse geht. Er geht sofort im Anschluss hier wieder auf die Bremse, um weiterzufahren. Also vorsätzlich ist hier schon mal gar nicht.
Ich würde nicht mal sagen, dass er überrascht war, auch wenn er sich Radiosender Brocken eingestellt hat und Last Christmas gehört hat, war er nicht überrascht darüber, weil er bremst an normalen Bremspunkten. Soweit kann ich Ihren Ausführungen folgen. Es ist halt causing a collision, aber nicht unter vorsätzlich zu verbuchen. Dementsprechend Plädoyer der Staatsanwaltschaft, wenn nicht vorsätzlich, dann ein Abzug von 60 Elo-Punkten und minus 0,3 Safety-Rating. Aber wissen Sie, Herr Sablowski, also Sie, Ronny, was mich hier am meisten stört? Wissen Sie, was mich am meisten stört? Der BMW. Ja, du lassen sie schon aus der Lippe fallen. Ja, der BMW verhält sich nicht sehr korrekt und im Nachgang beschwert er sich über das andere nicht korrekte Verhalten. Obwohl er eigentlich das selber verursacht hat. Also das Problem ist ja, dass der Auffahrende immer der Schuldige sein wird am Ende. Aber ich sag mal so, der BMW hat sich jetzt nur auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in diesem Fall. Korrekt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also so ein Verhalten ist, wie soll ich Ihnen das erklären? Also es wäre so, als wenn Ihnen Ihr bester Freund irgendwie ein Messer in den Rücken reinrammt. So fühlt sich das hier gerade an. Und dann mit ihrer Ehefrau abhaut und die Kinder an irgendwelchen Bauernhöfen arbeiten lässt. Herr Sablowski, Ihre Fantasie ist aber sehr blühend. Ja. Ist aber sehr blühend. Ja. Nun gut. Man muss es doch bildlich darstellen können. Ja. Ja, 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 ja. Also, können Sie bitte nochmal die Schrift, was war das jetzt? Permanenter Ausschluss für immer? Nein. Das Plädoyer lautet minus 60 Elo und minus 0,3 Safety Rating. Mit welcher Begründung? Auch hier stimme ich überein, dass hier Vorsatz nicht zu sehen, nicht direkt bzw. nicht nachgewiesen werden kann. Und deswegen causing a collision. Nichtsdestotrotz, Ihr sozialpädagogischer Auftrag, können Sie auch gerne mit reinschreiben, dass das Verhalten des Klägers auch nicht gerade dazu beigeführt hat, diese Situation zu beruhigen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, causing a collision. Wissen Sie, ich fühle mich immer so ein bisschen wie in einem Montessori-Kindergarten. Man kann nicht richtig reinhauen, man muss immer so zärtlich den Leuten so ein bisschen den Hintern streicheln. Korrekt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Lassen Sie doch freien Lauf. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Es geht schon wieder so los mit please be careful the next time you fight with someone. Ihr Englisch ist marvelous, euer Ehren. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Moment, ich suche. Auf jemand anderen achten. Wie heißt das denn jetzt? You should take care. Genau. You should take care of each other. You should take care of each other and overtake at positions where you could avoid these contacts. Both of you didn't really care for each other. Ja, gerade jetzt auch in den schweren Zeiten sollte man aufeinander mehr Acht geben. Richtig, sage ich ja. Sage ich ja. Nonetheless. Ja, jetzt müsste ich ja, das geht ja alles nicht. Wir müssen ja anonym machen, ne? Nonetheless.
gets a penalty for causing a collision. Because you could have avoided the contact. Es fühlt sich so falsch an, Herr Sablowski, sowas zu schreiben. Es fühlt sich so falsch an, das zu schreiben, wenn der vorige, der Fahrer mit einem BMW da reinhält wie so ein Irrer und der Audi sogar noch aufpasst und ihm Platz macht und wegzieht. Es fühlt sich falsch an, diese Strafe zu vergeben, sag ich Ihnen so, wie es ist. Leider laut Strafprozessordnung sind uns ja hier die Hände gebunden. Wäre ein Report des anderen. Das ist einfach, es ist Pfui Deivel. Und wisst ihr was, der Audi-Fahrer ist sogar noch ein guter gewesen. Ist er wirklich, hat noch Platz gemacht. Hat noch Uff gemacht, ja. Die Hütte extra in der Kurve. Ja. Hier, rübergezogen. Okay, nächster. Ich musste kurz einfach das loswerden. 2893. 2893. Ja. Ja. Tatort Zandvoort. Überholen, nein, und falsch. Nochmal in die Akte gucken. Ah ja. Unfall, reinstechen mit Berührung am Heck. Reinstechen hier ohne Messer, Tatwaffe, Auto. Bitte prüfen Sie die Evidenzien. Und auch hier gibt es einen Sonderfall zu beachten, euer Ehren, den Sie sicherlich sofort entdeckt haben. Noch nicht. Ich musste erst prüfen, ob das auch Datenschutzverordnung entspricht. Jetzt können wir gucken. Ach, Herr Sablowski. Euer Ehren. In der ersten Runde wieder, ja? Verstehe. Oh, ich kriege Kopfschmerzen. Weiter. Fahren wir fort. Jetzt sieht man das Fahrzeug hintere Sicht. Etwas opportunistisch reingestochen. Ein bisschen lässt der Vordermann die Tür auch auf, aber ich denke, hier kann man schon dem hinterherfahrenden Fahrzeug den Scheitel mal auf Süden stellen und dort eine Strafe vergeben. Sehen Sie das ähnlich, Herr Richter? Nee. Euer Ehren, nee. Euer Majestät, nee. Euer Hochwürden, nee. Eure Gnädigkeit, nee. König des nee. Gerichts. Nein. Courtney. Nein. Begründen Sie Ihre Negierung, bitte. Ja, Moment, ich rufe das Bildmaterial dazu auf. Die Tür ist einfach sperrangelweit offen. Dann muss er zumachen. Leute müssen endlich mal lernen, die Türen zuzumachen. Dann sollte der junge Mann links fahren und nicht das sperrangelweit offen lassen. Und jetzt kommt aber auch der Punkt, das geht da auch noch durch. So, es ist aber immer noch, und das ist der einzige Grund, und das war meine persönliche Ansicht dazu, ich würde keine Strafe vergeben, aber da ich hier im Rahmen der LFM handeln muss und ich möchte, dass Leute sich in der ersten Runde anfangen, vernünftig zu verhalten, ist das Causing a Collision in Runde 1. Aber das da ist ein halber Kilometer weiter offene Tür. Lässt du die Tür auf, musst du damit rechnen, dass da einer reinfährt. Und diese Collision hätte man auch, ganz ehrlich, die hätte man auch avoiden können. Mit ein bisschen aufpassen. Ja. Weil, wenn wir jetzt mal hier gucken, da wird die Tür einfach zugerammelt und er ist aber auch schon daneben. Dieses Fahrzeug befindet sich schon neben dem anderen Fahrzeug. Wo soll denn der hin? Soll der sich wegbeamen? So, deswegen an alle Menschen da draußen, macht die Türen zu. Fahren Sie weiter in, macht die Tür zu, dass da keiner reinkommt. Und das hat auch nichts mit Reinstechen zu tun. Also die Interpretation von Reinstechen und Dive Bombs sind relativ wild. Ich muss kurz mal weg. Ich muss schiffen. Moment. Kein Problem, euer Ehren. Ich würde die Argumentation mal übernehmen und Ihnen sogar widersprechen. Letztendlich sprechen Sie natürlich das Urteil.
Meiner Meinung nach fährt hier der Beschuldigte schon, ja, ein kleines Reinstechen ist es schon. Es ist aber auch natürlich ein, ja, kleines Zuziehen. In meinen Augen ist hier wirklich schwierig zu beurteilen. Es ist eine kleine Berührung mit einer großen Folge. Auch hier Dreher stehen am Seitenrand. Mein Plädoyer wäre Bestrafung, ja, aber liebes Rennvolk, auch so ist es manchmal. Staatsanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft, die sind sich sowieso nie einig. Auch Staatsanwaltschaft und Richter können sich nicht immer einig sein. Hier bräuchten wir vielleicht nochmal weiteres Bildmaterial oder wir müssten uns das Bildmaterial nochmal angucken, vielleicht bei den Eingaben. Inwiefern konnte der Kläger sehen, dass der Beschuldigte reingestochen hat? Also für mich ein sehr schwieriger Fall. Ich bin gespannt, was sich... Vielleicht holt sich der Vorsitzende Richter jetzt auch Tipps auf Toilette ab, wie damals in der Juraklausur, in seinem Staatsexamen. Was er nur deswegen anscheinend bestanden hat. Naja, wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Es ist verrückt, wenn der Postbote da ist und die neuen Akten bringt für nächste Woche und sie vergessen, dass sie so einen scheiß Lappen auf dem Kopf haben. Und er sie anguckt wie ein Auto. Euer Ehren. Ja. Ist doch aber ihre natürliche Frisur, oder nicht? Nee. Nicht ganz. Ist das eine Dauerwelle? Ja. Die ist gemacht. Schmuck. Ja, euer Ehren, ich habe Ihnen gerade widersprochen. Das hat so gut geklappt. Während Sie weg waren, konnten Sie mir nämlich nicht widersprechen. Mhm. Dementsprechend was? Dementsprechend, euer Ehren, bin ich mir gar nicht so sicher, wie wir hier urteilen sollten. Wollen wir den Fall uns noch mal einmal angucken und dann noch mal entscheiden? Ja, okay, also ja. Also nach zweiter Sichtung finde ich schon, dass der Beschuldigte ja diesen Unfall hätte vermeiden können, indem er da nicht so aggressiv reingestochen wäre. Er hätte sich gut und gerne hinter den Kläger einreihen können, um dann die nächste Kurve vielleicht mit mehr Schwung oder ähnliches zu nehmen. Dementsprechend plädiere ich hier auf eine Bestrafung. Euer Ehren, letztendlich müssen Sie das Wort sprechen. Also, Herr Sablowski, mit dieser Theorie, die Sie da jetzt gerade anbringen, könnte man jeden Unfall vermeiden, aber dann würden wir auch kein Rennen mehr fahren. Das stimmt. Also, irgendwo müssen wir ja mal einen Abstrich machen. Also, wir können ja jetzt, also, der einzige Grund, warum der eine Strafe kriegt, er kriegt eine Strafe, ist, dass Runde 1 war. Die Strafe ist aber auch nur deswegen. Sonst wird er keine Strafe kriegen. Okay, euer Ehren. Weil ganz ehrlich, ich sag's Ihnen nochmal, wenn Sie fahren und Sie lassen die Türen auf, dann lassen Sie die Türen auf. Und das ist jetzt ja nicht so, dass der hier mit 200 angekloppt kommt und die Kurve nicht kriegt. Also er bremst ja mehr, also er bremst ja schon mehr als ausreichend. Also wenn man jetzt mal guckt, wir sind jetzt auf dem Mercedes drauf, der hat eine Bremsbalance von 58,6, was schon für einen Mercedes ziemlich weit hinten ist. Das heißt, er hat schon ordentlich Zug auf der Bremse. Wenn wir jetzt mal auf den Bremspunkt achten würden, der ungefähr hier bei der Verfärbung beginnt, fängt der Mercedes schon hier, bremst der Mercedes schon früher, als er eigentlich müsste. So, jetzt frage ich nochmal, wo ist denn das reingestochen? Wenn er schon früher bremst, als er müsste. Er ist halt einfach schneller, weil der Bentley sich dem da hinten unterordnen, vorsichtig sein möchte, was vollkommen okay ist, was vollkommen legitim ist. Aber das heißt ja nicht, dass das jeder machen muss. Wie gesagt, Strafe würde ich nur geben, weil es Runde 1 ist. Euer Ehren, ich kann Ihrer Argumentation folgen, haben Sie ganz toll gemacht. Herrlich. Herrlich. Herrlich, wirklich. Gut.
trotzdem kriegt er eine Strafe. Wie viel haben sie denn angesetzt? In der ersten Runde müssten wir eigentlich ansetzen minus 80 Elo und minus 0,4. Hm. Jetzt könnte man mit ihrer Argumentation die Strafe etwas abschwächen, aber dann würde man nicht mehr nach Gesetz handeln. Hm. Euer Ehren. Hm. Gott sei Dank müssen Sie die Strafen aussprechen und nicht ich. Sie stehen denn doof da. Das ist immer das Schöne als Staatsanwalt. Ja. Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Das wird Ihnen jetzt nicht schmecken, ne? Aber ich frage mal kurz die Jury. Die Jury, was sagt denn die Jury dazu? Sind sich da die Leute einig oder eher nicht so? Ah, hier wird viel reingerufen. NFA, Strafe, Strafe, NFA. Freispruch, erste Runde halt. Ich glaube, die Jury ist sich auch uneinig, euer Ehren. Ja, euer Ehren, gar nicht so einfach. Tja, aber wissen Sie, was ich entscheide, Herr Sablowski? Sie dürfen entscheiden. Ja, bin ganz Ohr. Das ist no further actions, aber mit Hinweis. Weil ich kann diesen Menschen keine Strafe geben. Wissen Sie auch warum? Wenn ich dem jetzt eine Strafe gebe, trotz dass es Runde 1 ist, wird dieserjenige nie wieder Rennen fahren, sondern sich nur immer daran erinnern, dass er leider nicht fighten kann mit anderen Menschen. Weil wenn ich eine Entscheidung treffe, wird das denjenigen wahrscheinlich sehr, sehr lange bewegen. Wenn er jetzt wiederkommt und das Wiederholungstäter ist, was wir noch nicht geguckt haben, das werden wir jetzt mal rausfinden, ob das öfters vorkommt, weil das ist für mich auch entscheidend. Korrekt. Nee, war noch nie auffällig. Korrekt. Und seine Rennen sehen auch relativ okayisch aus. Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Das geht nicht. Euer Ehren, Sie sprechen das Urteil. Das geht nicht. Sie müssen damit schlafen können. Sie müssen damit schlafen können. Das kann ich, aber da kann ich nicht schlafen, weil ich würde dann unterbinden, dass Menschen anfangen zu rennen zu fahren. Wenn ich jetzt, ich sag so, wie es ist, hätte er zu spät gebremst, es wäre nicht der Bremspunkt. Er würde nicht voll auf dem Pinsel stehen. Würde ich das ja verstehen. Dann würde ich das ja verstehen. Ja. So, das ist für mich no further action. Tut mir leid, aber mit einem Hinweis. Ja. Dann weiten Sie Ihres sozialpädagogischen Amtes. Ja, ich glaube, das können wir sogar auf in unserer Muttersprache schreiben. Ja. No further action. Oh, wie beschreiben wir denn diesen Tathergang? Ja, in diese haben sie sich selbst reinmanövriert. Na, ja. Nun machen sie mal. Der Bremsvorgang vom Mercedes wurde früher ausgelöst, als er hätte sein müssen. Punkt. Das Fahrzeug war in der Kurve schon neben... Ihre Tastatur klackert so schön. Das weiß wie ein ich. Schöner Regen auf ein prasselndes Dach andersrum. Wissen Sie, was auch gleich prasselt? Der Schweiß von meiner Stirn, weil ich schwitze. Wie Regen, der auf mein Dach prasselt. Ich schwitze einfach ganz doll. Weit weg in der Karibik in einer schönen Bambushütte. Und das machen Sie, währenddessen ich hier die Anklageschrift schreibe, ja? So erzielt er keinen Erziehungseffekt in der ersten Runde. Freunde der Sonne, nochmal, ich erkläre euch das mal ganz, ganz langsam. Ich weiß, dass da draußen schon wieder alle mit den Fackeln rumlaufen und rumkrakehlen, weil sie eine Strafe haben wollen. Euer Ehren, ich kann Sie nicht hören. Wieso können Sie mich nicht hören? Verzeihung, ich habe Taste gedrückt. Also nochmal für alle da draußen. Der Erziehungseffekt wäre hier der falsche.
weil ich nämlich dem Mercedes an dieser Stelle oder wir dem Mercedes eine Strafe geben würden für sein Verhalten, was nicht inkorrekt ist. Nochmal, er bremst früher, als er bremsen müsste, steht voller Esse auf dem Pinsel und da ist eine Lücke. Wenn du dieses Verhalten ahnden würdest, würdest du jedem damit das Signal setzen, dass er nicht angreifen kann. So, wenn der Bentley das nicht auf die Reihe kriegt, die Übersicht zu behalten, dass daneben ein Auto ist oder dass da ein Auto kommt. Weil das hat der Audi in dem vorigen Fall nämlich auch hingekriegt und hat gleich rübergelenkt und ist ausgewichen, by the way. So, und hier ist es aber so, dass der Mercedes nicht mal zu spät auf der Bremse steht. Also hier ist nichts mit absichtlich oder so. Hier ist einfach, da passen drei Autos noch hin. So, warum soll ich ihn dafür bestrafen? Warum ich kann sollte Ihrer Argumentation man das, folgen. Ja, also warum sollte man das bestrafen? Das heißt, dass wir irgendwann nur noch Rennen fahren werden, wo du darauf wartest, dass er vor dir abschießt und du fährst kein Rennen mehr. So, was man hätte hier machen können, ist zum Beispiel, dass auch der Bentley vielleicht ein bisschen rüberfährt. Da ist keine Tür offen. Mag er mit dir das? Nee, heute nicht. Fertig der Diskussion. Beendet. Also es tut mir wirklich leid, aber wenn ihr sowas immer nicht, also für euch so entscheiden könnt, dann tut mir das, es tut mir leid. Es geht nicht. Du kannst Leute nicht dafür bestrafen, dass einen halben Kilometer Platz ist, du schon auf dem Pinsel stehst und der andere, du kannst nicht immer nur den dahinter bestrafen, wenn der das da vorne nicht mitkriegt. Ey, wenn neben dir einer reinfährt und dein Radar sagt dir, dass da ein Auto ist, dann fährst du nicht so rein. Dann schmeißt du, das geht nicht. Wenn dein Auto neben dir ist, fährst du auf deiner Linie weiter und machst nicht einfach zu. So, und das ist scheißegal, ob das in der ersten Runde ist, in der zweiten Runde oder nach 8 Stunden oder nach 12 Stunden. Rücksicht aufeinander. So, und wenn du nicht willst, dass der hinter dir fährt, dann mach deine scheiß Tür zu. Dann mach die Tür zu. Fertig. So. Euer Ehren hat gesprochen. Mann, 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 euer Ehren. Sie können aber auch die Jury zusammenfalten. Finde ich klasse. Ja. Wollen Sie das nicht mit mir machen? Nee, Herr Sablowski, mit Ihnen mache ich das natürlich nicht. Ich habe jetzt abgeschickt. Will ich hoffen. Gut. Was haben wir denn noch für einen Fall? Wir haben den nächsten Fall, euer Ehren. Und Schön. Ich denke, dieser wird einfacher zu klären sein. Aktenzeichen 2892, ebenfalls Tatort Zandvoort. Hier haben wir einen klassischen Auffahrunfall mit einer noch versuchten Rettung des Beschuldigten. Leider hatte diese nicht ganz geklappt. Auch hier fand ein Lackaustausch statt. Teilkaskoschaden 13.870 Euro, die dem Beschuldigten in Rechnung gestellt werden. Bitte einmal prüfen. Wir prüfen. Wissen Sie, was witzig ist? Ja, ja, ja. Ein Witz von Fips Asmussen. Der ist auch witzig. Der ist auch witzig. Aber hören Sie bei die Kollision, wenn Sie beim hinteren Fahrzeug sind? Achten Sie mal da drauf. Da. Hier hören Sie die Kollision? Ja, korrekt. Warten Sie. Hier kann man das nicht mal entnehmen. Ja. Könnte dementsprechend auch ein sogenannter Geistkontakt gewesen sein. Ein Treffen mit höheren Mächten. Ja, das müssen wir uns nochmal genau anschauen. Ja, wie möchten Sie das jetzt werten? Also, es ist eine Kollision, ja. Aber man kann es nicht. Also, ja. Ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein wirklich sehr, sehr pfiffiger Richter. Dieser Umstand, dass die Kollision beim zweiten Abspielen des Evidenz hier nicht zu vernehmen ist, akustisch, ist mir nicht aufgefallen.
Hier hört man die Kollision. Ist eine schwierige Entscheidung. Ja. Also es kommt zur Kollision. Man kann auch visuell sehen, dass im zweiten Anlauf das Auto ausrudert. Also man sieht, dass er ihn wegschiebt. Aber man hört es nicht. Und die Leute sollten ihr Anti-Aliasing umstellen, damit sie nicht immer Ghosts von den Autos haben. Als kleiner Tipp. Man hört keinen Plop. Man hört keinen Plop. Man hört das Auto, das es schiebt. Aber man hört keinen Plop. Aber ist die Berührung trotzdem da? Können wir das irgendwie... Können wir nicht verifizieren. Also es ist nicht möglich, das zu verifizieren. Also wir können es hier verifizieren. Also hier kann man das verifizieren, aber bei dem anderen nicht. Ich finde trotzdem, er verbremst sich hier eindeutig. Versucht ihn doch zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Ja. Also ich als Staatsanwaltschaft plädiere in dem Fall auf schuldig und beantrage eine Strafe von minus 60 Elo-Punkten und minus 0,3 Safety-Rating. Ich bleibe dabei. Für mich eine eindeutige Kollision, ein eindeutiges Verbremsen, dementsprechend minus 60 Elo und das ist richtig, aber derjenige hat das auch noch versucht zu richten. Ja, aber euer Ehren hat es nicht geschafft. Wissen wir nicht. Können Sie es verifizieren? Da ich die Staatsanwaltschaft bin und immer die Strafen rausballere, sage ich ja. Ah ja. Verifiziert. Schön. Gut. Ich möchte damit übrigens nur aufzeigen, dass immer sehr schnell nach irgendwas krakeelt wird, aber nicht wirklich nach der Ursache gesucht wird. Und es ist nicht offensichtlich. Ist es nicht. Und jeder, der sagt, dass es offensichtlich ist, sorry, ist es nicht. Weil du kannst nicht sehen, ob er den Kontakt zu dem Auto hat. Also du kannst diese Szene nicht verifizieren, hundertprozentig. Das ist korrekt, das ist korrekt. Die Staatsanwaltschaft kann aber in Augenscheinnahme ihr Plädoyer dennoch so fällen. Ja, ist ja richtig. Man kann diesen Clip übrigens nicht in 0,5 Geschwindigkeit abspielen. Das geht nicht. Minus 60 und 0,3, richtig? Ja. Gut. Was schreiben wir denn da für einen schönen Text? Da braucht man eigentlich gar keinen Text zu schreiben. Was möchtest du denn da schreiben? So einen poetischen Text? Nächstes Mal solltest du vielleicht ein bisschen früher bremsen? Vielleicht so etwas leicht Abmilderndes. Wir haben gesehen, dass du versucht hast, den Unfall zu vermeiden. Dennoch kam es aufgrund der zu späten Bremsung zu einem Unfall, den wir hier leider bestrafen müssen. Ja, und vielleicht, hier ist ein guter Einwand der Jury. Es wäre eigentlich noch vielleicht auch die Überlegung, den Kläger zu fragen, ob es da eine Ansicht mit Kamera von oben gibt, aber ich weiß nicht, wo wir da anfangen und wo wir da aufhören. Euer Ehren. Ja, das fangen wir nicht an. Richtig, wenn wir dieses Video jetzt quasi nach Report-Deadline nochmal zurückgeben und sagen, wir können nicht genau entscheiden. Ich weiß nicht, wo wir da anfangen und wo das dann aufhört. Ich glaube, das sollte generell in die Guidelines sollte das mit rein, dass Leute diese Videos mit dieser Ansicht, also mit einer extra Ansicht hinzufügen. Ja. Weil, also ich sag's ganz ehrlich, so wie es ist,
ich sag's so, wie es ist, wenn das vorfällt, kann das immer noch irgendwie Netcode oder was auch immer sein. Es ist offensichtlich, es ist ein Unfall und das mag keiner abstreiten, aber für mich ist das immer ein Grund, das nicht zu entscheiden. Auch wenn die Jury schon wieder die Fackeln draußen hat und der Gerichtshelfer eigentlich schon wieder ganz vorne rumkrakeelt wie so ein Irrer, seit zwei Fällen heute schon, ist es trotzdem so, dass man sich alles ansehen müsste und nicht einfach immer nur stumpf nach Plan F sich was raussuchen und die Strafe vergeben. Denn diese Sache, die wir hier, gerade besprechen, dient ja auch der, sind ja auch erzieherische Maßnahmen für andere Menschen, die hier dran teilnehmen, nicht wahr? Also, vielleicht sollten wir uns mal ganz schnell die Vorhaut ein bisschen enger schnallen, damit er nicht ganz so groß wird. Der bestrafe Penis. So. Jetzt muss ich den Text zu Ende schreiben. Wir haben gesehen, dass du versucht hast, den Unfall zu vermeiden. Punkt. Nichtsdestotrotz ist dieser Unfall passiert. Und wir müssen diesen ahnden. Punkt. Fertig. Gut. Herr Sablowski, haben Sie noch einen Fall? Euer Ehren, ich kann Sie schon wieder nicht hören. Ich habe was notiert. Verzeihung. Haben Sie einen Fall, Herr Sablowski? Aber na klar. Fall 2891. 2891. Tatort Monza. Eieiei. Schön Italien. An einem regnischen Sommermorgen begab es sich, dass in den Lesmo-Kurven der Kläger vom Beschuldigten von der Strecke gedrückt wurde. Bitte prüfen Sie auch einmal hier die Evidenzen. Ja, aber das muss wieder audiovisuell laufen, weil leider Gottes dann ja, sehen, ne? Ich sehe das, ja. Ich sehe das, ja. Wollen wir, also Jury, gehen Sie damit konform, dass wir, gehen wir damit konform, dass das audiovisuell für Sie stattfindet, Jury? Dann machen wir wieder eine Audiodeskription, so wie bei unserem ersten Fall schon. Regen. Klatschnass. Richtig feucht. Ja? Bitte, bitte, euer Ehren, ich möchte Ihre Audiodeskription nicht unterbrechen. Zwei wirklich wunderschöne Fahrzeuge. Eines grün und eines babyblau mit rot gemischt. Es regnet. Beide Fahrzeuge ganz, ganz nass. Wirklich schön nebeneinander gefahren. Leichte Berührung. Lachausgleich. Ganz ehrlich, ab der Hälfte, Herr Sablowski, ist mir die Audiodeskription irgendwie ein bisschen abhandengekommen. Weil das schon wieder so. Es verrückt ist. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Kann Ihnen nicht ganz folgen? Na, das babyblaue Fahrzeug lässt sich schon ganz schön weit raustragen mit seinem süßen, schnuckeligen Hintern. Das ist korrekt, ja. Ja, es ist wieder so rücksichtslos, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Und so wie es aussieht, werden auch keine Gegenmaßnahmen ergriffen. Das ist vollkommen korrekt. Was ist denn da die Anklageschrift? Weil das müssen wir schnell machen. Ich habe gerade verlesen bekommen, dass audiovisuell wohl wenig Lerneffekt hat für die Menschen in der Jury. Das ist korrekt, deswegen fordern wir hier Forcing Another Car Off Track, minus 60 Elo, minus 0,3 SR. Ja, damit gehe ich also d'accord. Ja, um es vielleicht der Jury nochmal etwas bildlicher darzustellen. Nach der ersten Lesmo-Kurve fahren beide Fahrzeuge Seite an Seite aus der Kurve. Das Fahrzeug, das sich im Kurveninneren befindet, drückt das Fahrzeug, was sich außen befindet, abseits der Strecke. Dieses Fahrzeug muss dann auf dem Rasen weiterfahren. Das innere Fahrzeug macht keine Anstalten, in irgendeiner Art und Weise Platz zu lassen oder wieder Platz zurückzugeben. Im Gegenteil, fährt sogar noch weiter außen, sodass
gar keine Chance besteht, für das Außenauto wieder irgendwie auf die Strecke zu kommen. Dementsprechend hier sehr rücksichtsloses, meiner Meinung nach, Drängen von der Strecke. Oh Gott. Sie können uns ruhig an Ihrem tollen Englisch teilhaben lassen, euer Ehren. Nee, das Englisch ist gerade zum Kotzen. Also ich find's marvelous. Ja, ich auch. Deswegen ist die Anklageschrift auch schon weg jetzt hier. Ich kann es leider nicht mehr vorlesen. Haben Sie denn noch einen Fall, Herr Zablowski? Aber selbstverständlich. Der nächste Fall, der könnte auch sehr, 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 sehr knifflig werden. Weiß ich nicht, ob wir den machen wollen oder ob wir lieber einen einfacheren Fall nehmen. Entscheiden Sie, nee, Herr Richter. Nehmen ruhig knifflig. Okay. Dann 2890. 90. Ja. Okay, ja. Suzuka, Tatort Suzuka, Startkollision. Der Beschuldigte wird hier mehrerer Vergehen angelastet. Der Anklagepunkt stimmt hier leider nicht ganz. Wir müssen mal schauen, wir müssen uns dieses Video mal angucken und diese Anklage mal prüfen. Ob die gerechtfertigt ist und ob diese stimmt vor allen Dingen auch. Oder ob wir diese direkt eigentlich abweisen müssten. Herr Zablowski, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, nicht? Aber ich würde sagen, wenn das jetzt wirklich ein schwieriger Fall ist, dann wäre das der letzte Fall für mich heute. Ich habe nämlich gerade, Nachricht bekommen, dass wir schon lange über unseren Arbeitszeiten drüber sind. Ach echt? Ist das so? Seit wann haben wir denn eine Gewerkschaft? Wir werden noch, oder? Ich habe eine Gewerkschaft und die Gewerkschaft nennt sich meine Frau. Interessant. Aha. Ist, glaube ich, die stärkste Gewerkschaft, oder? Das ist die stärkste Gewerkschaft, die es gibt auf dem Planeten. Und wissen Sie was? Es fängt schon an meinem Hals runterzulaufen und zu schwitzen. Ich merke schon, wie mein Kreislauf ganz wirr wird. Herr Zablowski. Sie halten wohl nichts aus, euer Ehren. Sie können mich auch mal zum Kaffee einladen, Herr Sie, Ronny. Gerne, euer Ehren, Sie, eure Majestät, Hochwürden, zu Gnaden, zu Gerichtshof. Haben wir jetzt noch eine Anklageschrift oder lesen wir die nicht vor? Ja, lesen Sie doch vor oder soll ich die vorlesen? Nee. Anklageschrift lautet, verursacht mehrere Kollisionen, geht erst three wide, zieht dann aber von außen in die Ideallinie der beiden Fahrzeuginnen, also hier gegendert, wird dabei selbst abgeräumt und zum Geschoss. Aber Bremse wird zu keiner Zeit betätigt, wodurch es noch zu weiteren Kollisionen kommt, unter anderem gegen mich. Schauen wir rein. Schauen wir mal rein. Ich denke, wie gesagt, es ist ein schwieriger Fall. Den sollten wir jetzt noch mal einmal aufdrücken. Eine Witzka! Hört aber einer ein bisschen laut. Es dreht sich um den Ferrari, der jetzt rechts dort ins Bild geschossen kommt, zurück. Der Beschuldigte. Ich muss so kurz langsam lassen. Kein Problem. Jetzt sieht man eindeutig, wie der Ferrari hier ja in einem Three Wide zu weit in reinzieht und damit meines Erachtens nach oder meiner Meinung nach die Kollision verursacht. Three wide ist dort in der Kurve immer sehr, sehr schwierig. Wäre er weiter außen geblieben, hätte man diese Kollision wahrscheinlich vermeiden können. Ja. Sind Sie das ähnlich? 72 Stunden weg, hat nicht die Bremse betätigt. Also das ist nicht mal, da braucht man nicht mal diskutieren drüber.
Also braucht man, der braucht man nicht diskutieren drüber, aus folgenden Gründen. Er fährt 3 weit, fährt auf die Ideallinie, lässt sein rechts überhaupt keinen Platz. Er weiß, dass da 3 Leute sind, weiß er hundertprozentig. Macht keinen Platz, tritt nicht auf die Bremse, lässt laufen, weil er wahrscheinlich wütend ist oder was auch immer. Tritt nicht auf die Bremse, lässt noch weiter laufen. Immer noch. 3 Tage. Fertig. Tut mir leid, Herr Sabowski, aber das ist kein schwieriger Fall. Das ist einfach ein Fall von 3 Tage Pause. Urlaub. Da ist Herrn? Ja. Sehr gut. Das ist gar kein Fall. Also, es tut mir leid, Herr Sabowski, aber da müssen wir gar nicht lange drüber diskutieren. 3 Tage weg, tschüss, Urlaub. Na, jetzt geht's wieder los. Die Jury möchte noch mal sehen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da von der Diskussion ist. Wir machen noch mal an für die Jury. Gerne, euer Ehren. Ja, der wird hier wie ein Spielball hin und her gepingpongt. Tätig da überhaupt nicht die Bremse, versucht überhaupt nicht die Gefahr zu vermeiden. Selbst kommt von jemand aus den hinteren Fahrzeugen, den er aber jetzt hier trifft. Das ist der Kläger. Ich denke, auch hier würden sich noch weitere Nebenkläger finden, die vielleicht eine Sammelklage einreichen könnten. Da noch Schmerzensgeld, Verlustausfall, Verdienstausfall und eventuell Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen könnten. Dementsprechend machen wir gleich viele machen wir gleich einen Monat Pause dann, oder wie? Ach, Herr Richter, Herr Richter. Verstehe ich das gerade richtig, dass wir gleich einen Monat Pause machen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Richter. Ha. Sorry, was soll er denn machen? Auf die Bremse treten? Vorstrafen gibt es, soweit ich weiß, keine, korrekt? Nee. Okay, pass auf. Kurze Erklärung für euch da draußen, weil euch das ja scheinbar zu schnell geht. Ja, also, ich beschreibe das audiovisuell, weil wir es nicht zeigen können aufgrund von Datenschutz. Ja? Bremse, 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 keine 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 Bremse, immer noch keine Bremse, immer noch keine Bremse, immer noch keine Bremse, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, jetzt bremst er. Ja, also für mich ist das auch eine Verursachung eines Massencrashs. Ich würde hier dennoch plädieren auf 3 Tage. Oder warten Sie kurz, ich muss mich kurz nochmal rückversichern. Ja, Verursachung eines Massencrashes. Wir gehen hier nach Paragraph 5 im Bestrafenkatalog. Verursachung eines Massencrashs bei Rennstart 27 Stunden Ausschluss, 80 Elo-Punkte minus und minus 0,4 Safety-Rating. Wird von der Staatsanwaltschaft hier in dem Fall beantragt. Einen Moment bitte, Herr Gerichtsdiener da draußen. Können wir mal bitte ganz kurz den Herrn Christo für 24 Stunden auf die Bank setzen? Weil Herr Christo, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so ein Verhalten wird hier nicht geduldet. Egal, ob Sie Jury sind oder ob Sie irgendwo sitzen, aber Sie haben sich ein bisschen im Ton vergriffen. 24 Stunden Pause, Sie sind vom Gerichtssaal verwiesen. Haben wir uns verstanden? Das gilt übrigens für alle da draußen. Wenn ihr euch anmaßt, irgendwas im Mund zu nehmen und das ist schmuddelig, oh oh, das wird nicht gut. Also, Herr Christo, 24 Stunden Pause. Tschüss. Will ich nicht lesen, sowas. Verhalten wird nicht geduldet. 3 Tage Pause übrigens für denjenigen hier. Es tut mir leid. Ich glaube, wir müssen da in einer anderen Sprache antworten. Und, Your reckless driving. Your reckless driving. Entschuldigen Sie. Your reckless driving.
Mass-Kollision. Mass-Crash? Mass-Collision. Mass-Collision ist Mass-Collision, ja. At the start of the race. The restart. Race. Yes. Next time, if you have a crash, use your brakes to get the car stopping. Nee. To stop the car klingt besser. To stop. Yes. Stop the car to avoid further accidents. Crashes. Accidents, yes. I guess, also ich möchte jetzt, also frage ich mich wirklich, was das soll. 3 Tage, tschüss, raus, weg. Also der Fall war so schnell, Herr Sablowski. Ich glaube, wir können da nochmal einmachen. Okay, dann nehmen wir den Fall 2886. Tatort Suzuka, Beschuldigter verbremst sich, sodass beim Kläger Teilkaskoschaden entsteht. 2886, ja? Korrekt. Aha. Wir gehen rein. Wir haben keinen Ton. Ich denke, dieser Fall ist sehr eindeutig, euer Ehren. Ja, was haben wir denn? Für mich ist der Turn-In hier auf jeden Fall schon, bevor das hinterfahrende Fahrzeug überhaupt im Radar oder auf dem Schirm haben hätte. Dementsprechend ist es hier auf jeden Fall eine leicht andere Situation, als wir das vorhin in Zandvoort hatten. Hier würde ich sagen, definitiv, der Beschuldigte verbremst sich, geht dann natürlich innen rein in der Hoffnung, dass da noch Platz bleibt. Der Turn-In des Fahrzeugs vor ihm, des Klägers, war dort aber schon vollzogen. Dementsprechend, ja, hier ist der Beschuldigte meiner Meinung nach zu bestrafen. Sehen Sie das ähnlich, euer Ehren? Absolut, denn der steht auch viel zu spät auf der Bremse, der hat die Kurve eh nicht gekriegt. Also davon mal abgesehen. Ja. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, beide Fahrzeuge, deren Bremspunkte, ich meine, dieser Herr hier bremst hier, achso, Moment. Dieser Herr bremst jetzt hier, also hier beginnt sein Bremspunkt. Und jetzt achten wir mal auf den anderen. Der Bremspunkt geht auch, aber alleine. Mhm. Also wenn du alleine auf die Kurve anfährst, weil du von außen Schwung holen kannst und dich dann reinfallen lässt. Also er hätte das Auto nicht vernünftig zum Stehen gekriegt mit Verkehr vor ihm. Würde ich mal behaupten. Dementsprechend ist jetzt erstmal egal, ob da eine Luke off ist oder nicht. Wie Sie auch gesagt haben schon, Herr Ronny, der Einlenkvorgang ist eh schon auch vorher gewesen. Aber er hätte so oder so die Kurve an keiner Stelle bekommen. Und es wäre auch so oder so ein Unfall geworden. Also sind wir bei 60. Die Staatsanwaltschaft beantragt minus 60 Elo und minus 0,3 Safety Rating. Warte mal kurz. Mit dem netten Herrn hatte ich auch schon mal eine Auseinandersetzung. Fällt mir gerade auf. Okay.
Hier dürfen Sie aber natürlich nicht befangen sein, Euer Ehren. Nee, absolut nicht. Dann würde ich als Staatsanwaltschaft einen Befangenheitsantrag stellen. Nein, Herr Zablowski. Wenn Sie aber mal schön Ihren Job kostet, Freundchen. Und dann kannst du mal schön wieder Pfandflaschen sammeln oder wieder. Weil dann kann deine Frau reden mit der Regierung kommen oder was. Ich muss jetzt mal kurz hier die Perücke runternehmen, weil meine Fresse, ich habe eine halbe Sauna unterm Schädel. Ich sehe jetzt kurz scheiße aus. Tut mir leid, aber ich kann sonst den Text nicht schreiben. Weil mein Blutdruck ist einfach schon, der kommt mir aus dem Arsch raus. Ruhe jetzt. Herr Zablowski, wir müssen auf Englisch antworten. Okay. Ich bin really sweaty heute. Okay, let's do this. Ich bin sweaty heute. Also ich bin wirklich sehr sweaty, Herr Zablowski. You are breaking a little... The opponent is breaking a little bit too late. Wissen Sie, Zablowski, das Schöne ist, ich schreibe diesen Text und ich habe so ein Schreibmaschinengeräusch im Hintergrund für jedes Schreiben. The opponent is breaking too late to enter the corner without any other cars in front of him. He could have avoided the crash. Okay. Schieß ab den Jummi, Euer Ehren. Wissen Sie, wie schön das ist, Herr Zablowski, einfach mal kurz Sauerstoff an der Rübe zu haben? Es fühlt sich gerade großartig an. Bin mir nicht sicher, ob das bei Ihnen hilft, Euer Ehren, aber wenn es erstmal ein gutes Gefühl ist, dann freut das die Staatsanwaltschaft natürlich auch. Herr Zablowski, wollen Sie noch weitere Sozialstunden? Wollen Sie? Wollen Sie noch länger nach Sibirien? Also, wenn ich schon mal da bin, warum denn nicht? Herr Zablowski, 40 Stunden Schneeschippen in Sibirien. 40 Stunden. Akzeptiert. Aha! Ohne Diskussion! Wissen Sie was, Herr Zablowski? Hören Sie mir zu. Bis nächste Woche, Montagabend, Schneeschippen in Sibirien. Bis nächste Woche Montag. Wir sehen uns am Dienstag nächste Woche. Wieder gemeinsam vor Gericht. Hier. 17 Uhr. Ist das mit Ihnen d'accord? Euer Ehren, ich sage ja. Und trete jetzt meine Strafe in Sibirien an. Schneeschippen. Sie rollen. Korrekt. Soll ich Ihnen ein Beweismittel mitbringen? Ein paar Schneeflocken oder? Ja. Okay, dann werde ich also den ganzen Schnee, den ich geschippt habe, werde ich Ihnen vor Ihre Haustüre abliefern lassen. Ich warne Sie, Herr Zablowski, wenn Sie mir Ihren Schnee aus Sibirien vor meine Haustür werfen, dann knallt's aber. Was soll denn da knallen? Ja, die Hosenträger oder was? Oder der Brot in der Buchse, oder? Nee, ich ziehe die Hosenträger ganz stramm und direkt auf den Nippel rauf. Aua. Aha. Tut doch weh. Herr Zablowski, es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute da waren als tatkräftige Unterstützung. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche Dienstag dieser ganzen Geschichte hier wieder beiwohnen können. So machen wir das. Wenn ich eine Einladung bekomme vor Gericht, dann werde ich diese natürlich auch wahrnehmen. Natürlich werde ich Sie einladen. Das war ja großartig, wie Sie die Fälle heute vorbereitet haben. Ja, sehr gerne doch. Ist doch einer meiner leichtesten Übungen. Haben Sie gerade mit mir geflirtet, Herr Zablowski? Nein. Schade. Sie legen mir aber auch alles als strafwürdiges Verhalten aus, Euer Ehren. Absolut, absolut gar nicht. Das finde ich schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es so gewesen wäre. Ach so. Ah. Aber Sie haben doch gerade von Ihrer Frau erzählt. Das weiß ich jetzt nicht ganz. Entschuldigen Sie? Vielleicht sollten wir die Gerichtsverhandlung einfach beenden und wir ziehen uns in den Besprechungsraum zurück. Ja, das, genau. Da sehe ich uns auch im Gespräch. Ja, Moment, ja, wir sind im Besprechungsraum. Nee, sind wir nicht. Moment. Geben Sie mir eine Sekunde. Lassen Sie uns in den Besprechungsraum gehen. Sehr gerne. Oh, jetzt sind wir allein. Mann, Junge, die Jury hat ja wieder rumkrakeelt, die Junge. Die wollen am liebsten, manchmal wollen sie ihn lynchen und ihn freilassen, war, aber ja. Das dürfen die natürlich nicht hören, die Vogelbiene. Das wäre ja. Können wir ja nicht sagen, wa? Nee, vor allen Dingen auch der Gerichtshelfer heute schon wieder einfach komplett daneben gewesen. Schade, oh, mir schade auf, Junge.
Kunden schickt das Amt, war. Ja, ich weiß auch nicht, was das immer soll, du. Die ganzen, die, also ich habe auch so das Gefühl, dass die uns nächste Woche irgendwie nochmal das Gericht anzünden wollen. Aber ich muss mich erstmal wirklich, also Herr Sablotzi, auch wenn Sie es vielleicht nicht gerne sehen, aber ich muss mich mal eben frei machen. Machen Sie mal. Ich muss meine Muskeln auspacken, weil die sind wirklich sehr stählern heute. Ihre Muskeln, euer Ehren, Ihre Muskeln. Ja, ein Mousse au Chocolat meine ich natürlich, Verzeihung. Genau. Wissen Sie, euer Ehren, ich sage immer, man braucht es nicht nur hier, sondern auch hier. Richtig, das ist absolut richtig, Herr Sablowski. Ja. Aber was nützen manchmal 1000 Watt, wenn oben die Birne nicht leuchtet? In diesem Sinne, euer Ehren. Tschüss. Vielen Dank und bis nächste Woche. Herr Sablowski. Ihr Ronny. Sablowski. Danke, Sie, Ronny. Danke, Sie, euer Ehren. Auf Wiederhören. Wenn ihr ballert. Tschüss. Tschüss.